And welcome back, folks. Welcome back to another episode of Let's Play Woodruff and the Schnibble of Azimuth. When we last left off, we sort of came full circle, namely we got fired from the factory. We ended up in a pellet cell, which we escaped from using a screw, which we then had to use to refasten this locker in order to get our stuff back. So now we are pretty much exactly where we left off before we entered the factory, except that now we are in a okay, I can't remember the word for this jacket. No, I really can't. Okay. Yeah, it seems that we're exactly at the same spot as we started left off. So that poses the question why we went to the factory at all. What was it good for? That we had to do all that stuff to apply for this job, get all that crap here, just in order to get fired immediately. So there must be something that we have gained from that. Maybe an item. Okay, let's see if we can go back, maybe? No. We're still in that suit. In that straitjacket. Yeah, that's the word. In that straitjacket. And I think we want to get rid of that straitjacket. Maybe we should talk to people. Can we talk to the artist? Apparently not. Was für eine Ungerechtigkeit! Ich bin von so viel menschlichem Elend betroffen! Was für ein Bedauern! Yeah, it's just the same. Or was it the same, Dalek? Hold on. Was für ein bedauernswertes Schicksal, wenn das kein Elend ist! Yeah, pretty much the same dialogue. Was für ein Elend! Sorry. Das ist erschütternd! Okay, well, click on every person here. Ich verstehe, warum er dorthin gekommen ist. Er ist ein ehemaliger Steuereintreiber. Das macht sie fertig. Er murmelt eine Nummer. Gne. Bns. Glapp. Po. Gne. Bins. Glapp. Po. Did we record that in our top zone? Let's see. Gne. Bins. Glapp. Po. Yes. Let's try that. Let's try to call it. Gne. Gne, if you would be so kind. Bins. Glapp. Po. Tag, hier ist die Auskunft für Modellbürger. Unsere Dienststelle ist rund um die Uhr besetzt. Wir beraten Sie, wie Sie immer mehr Steuern zahlen. Wir hören Sie. Geben Sie bitte Auskunft über Ihre aktuelle Situation. Helfen Sie mir bitte! Ich wurde in krimineller Weise im Freudenhaus eingesperrt! Dort unten sind Sie! Zahlen Sie die Steuer für Zwangsjacken und Trichter? Ich sagte Ihnen doch, ich brauche Hilfe! Helfen Sie mir raus! Alles andere später! Mein lieber Herr, ich kann doch nicht den Bürgern die Steuerbuchhaltung abnehmen! Beim Warte des Schnibbels, du gehst mir auf den Wecker, du Vollgeistesknüppel! Hey, that's a trick, actually. I can't believe that that worked, that I just had to click and dot on that one person. Okay, just to translate roughly what just happened. Yeah, don't be so impatient, Woodruff. I called a number where a person answered who helps you to pay more taxes, which
doesn't really make sense, but I guess in this city it makes sense. And he refused to help us, so Woodruff got so angry that he finally got out of the straitjacket. Okay, now we're out of the straitjacket, but it appears that we have the exact same inventory as we had when we left off. So why did we do this? Okay, why did we do this? We can't go back into the pallet cell, apparently. And we can't open the locker again or screw with that screw. Ba-dum-tish. Yeah, it was a terrible joke. I'm sorry. But maybe we can talk to him. It's better! But that was just... that we only heard. Okay, maybe you should talk to him again. Apparently not. Can we try to dial that number again? Let's see what happens if we do that. So it was Gnebinsglappo. Hier ist die Auskunft für Modellbürger. Unsere Dienststelle ist rund um die Uhr besetzt. Wir beraten Sie, wie Sie immer mehr Steuern zahlen. Wir hören Sie. Geben Sie bitte Auskunft über Ihre aktuelle Situation. Okay, that's no use to us anymore, I think. So let's leave this area and let's go to, well, I would say the factory. Yeah, let's go back to the factory. No, I'm not sure that... Okay, don't know why I want to go to the factory, except that maybe... yeah, I have no idea why I want to go there, actually. But let's go back. Okay, let's... Ah, I totally forgot that now I can teleport. I don't have to walk through this whole city anymore. Okay, the... Factory. Can we get in there? Probably not, because we don't have an employment certificate anymore. Eintreten? Nur wenn Sie ein Einstellungsschreiben haben, um dort zu arbeiten. Yeah, we don't have that certificate anymore. I hope I didn't screw up here. Yeah, something... Yeah, why did we do this and why did we go to the factory? Okay. Because I vaguely remember a walkthrough of this game. I think after you visit the factory, you should have an item in your inventory that you didn't have before. Maybe I'm missing something, so hold on a second, and when we come back, I will have figured out, what to do. And we're back, folks. Actually, it turned out that you don't need an item. You're not supposed to get an item in the factory. That was, I think, totally pointless. It just... This is just one way to get into the mental asylum, so...
yeah, it seems that you actually don't need to get that job at the factory. What you need to do is you need to free this the Wurzug Sage of Fertility, and all the time I had a formula in my inventory which allows you to do that, but I didn't know that you could use that formula. Yes, it's the green syllable, or the syllable of growth. You have to use it on the professor, and then wait, just let me look that up again. Did I remember this incorrectly? Oh, no, I actually don't have this syllable. The growth syllable is not the same as the green syllable. The growth? Hold on. Which syllables do I have? So I have formulas, I mean. Oh, of course. You need to use the formula of growth. Okay, for one moment I was confusing formulas and syllables. Yeah. But using the growth formula on the professor makes him... Du wachsen schon Haare auf den Händen. Ich glaube, er will nicht mehr arbeiten. Yeah, makes him tired. So he will stop working, and then we can free this Wurzug Sage, I think. And this, I think, is the last Wurzug Sage which we have to rescue. Wir können jetzt dorthin gehen. Ich werde mich etwas ausruhen und dann die Verrückten befreien. Okay, he said that after resting for a while he will free those loonies from the mental asylum. So let's go back to the throne room, the council room, I mean. Then we should find the Wurzug Sage of Fertility there. Jetzt, da unser junger Freund, der uns geholfen hat, diese Versammlung einzuberufen, unter uns weilt, erkläre ich die Ratssitzung für eröffnet. Danke, ehrwürdiger Weiser. Ich glaube, wir haben schon genug Zeit vergeudet. Wir müssen rausfinden, warum die Stadt immer schlimmer zlotet. Hört, dank unserem Freund Woodruff kann ich jetzt unser Volk wieder mit Buzuyoli ernähren und stärken. Die Lage wird sich verbessern. Ihr werdet es schon sehen. Tatsächlich, ein guter Anfang. Aber das reicht nicht. Die Menschen werden es nicht merken, aber das Böse hat die Stadt in seinen Krallen. Ihr wisst es. Mutanten, da sieh doch wieder diese scheiß Gentechnik. Dabei ist es uns früher gelungen, es in Materie zu wandeln und in einem geweihten Sprotznock einzuschließen. Das ist richtig, aber Sie vergessen, werter Kollege, dass der heilige Schnotzprock kurze Zeit nach der Menscheninvasion verschwand. Dann hat er sicher das Böse zerschmettert, das sich überall ausbreitete. Oder jemand hat ihn irrtümlich aufgedeckt. Eigentlich ganz simpel, Leute. Wir müssen das Böse erneut exorzieren und in einem neuen Sprotznock isolieren. Dufte, das machen wir wieder. Das wird ein Fest. Ein feines Fest. Ah, wieder ein mutierter Genkrüppel. Freund, du hast mir wehgetan. Hört auf, euch anzugiften, ihr beiden. Gut, nachdem nun jeder seine Meinung sagte, ist klar, dass wir bereit sind, uns vorzubereiten, um die Sprotznock-Zeremonie durchzuführen. Zeitweiser, wie gehen wir nun vor? Wir brauchen nur ein einfaches Gefäß und die polyphonen Zeremoniegesänge. Geschmacksweiser,
Würde eines deiner Küchengefäße diese Aufgabe erfüllen? Die sind jetzt alle beschäftigt, denn ich habe den Buzoyoli auf dem Feuer. Aber Fruchtbarkeitsweiser, jedes Gefäß kann dazu dienen. Unser Freund Woodruff kann uns da sicher Hilfe leisten. Gute Idee! Energieweiser, gibt es in diesem Saal genug Schutz, damit wir das Gefäß für diese fürchterlichen Gewalten hier aufstellen können, die wir heraufbeschwören werden? Dieser berühmte Tisch, edler Weiser, um den wir uns versammeln, der ist gerade durch seine zentrale Position ausreichend geschützt. Gut. Gesundheitsweiser, sind unsere Organismen bereit, die Umwälzungen zu überstehen, denen sie durch die Zeremonie ausgesetzt werden? Die Wirkung von Trancezuständen zu ertragen, in die wir mit unseren Gesängen versetzt werden. Essenz, Begabungsweiser, sind unsere polyphonen Gesänge bereit? O edler Weiser, folge mir ganz beruhigt und alles wird in Ordnung gehen. Also lasst uns in Andacht versinken, um auf die Zeremonie vorbereitet zu sein. Okay, I didn't know that there would be such a long cutscene. Just to summarize roughly what just happened. They are going to make a ceremony in which they are trying to exorcise all evil and close it in a so-called Sprotznock, whatever that is. And apparently we need to help them in finding a container, which they can use. This we will do next time, and then maybe this Let's Play will already end. So until next time, folks, until then.